Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Ja. Speed Review. Folge 2. Ja. Speed Review, what? Wir haben es gerade geguckt, ganz frisch. Und? Schon wieder alles vergessen? Schon wieder alles vergessen. Nee, so schlimm ist es nicht. Ja, Das Ende war erzähl. gut. Das Ende war gut. Die Reek-Aktion war gut. Die Also, er war Reek-Aktion ja war vorher nicht gut. mehr Reek, er war ja Fionn, jetzt ist er wieder Reek. Das war ziemlich. Das Ist wieder war back to the roots. so ein Moment, so ein Moment war Ja, gut. Wie fandst du die Folge? das. Ja, das Den neuen war. war es nicht. Nee, nee. Ich fand sie ein bisschen schwächer als die Pilotenfolge der Es ist Staffel. weniger passiert. Bis aufs Ende. Das Ende fand ich gut, weil halt was passiert ist. Aber ansonsten, ach, das wollte ich jetzt nicht. Ich suche gerade nach Bildern. Ah, hier, Fotos. Zack. Ja. Funktioniert das auch so? Ja, es funktioniert auch so. Funktioniert, sehr gut. Das war das. Der Jonathan. Die Dings hat ja die. Khaleesi hat ja jetzt Dings geschickt. Komm mal her. Da waren Jonathan. alle geschickt, Jonathan, komm genau. mal her. Auf einmal waren auch alle da, außer John. Ja, John Also. braucht ja eine Folge. Ja. Vielleicht passiert jetzt was, während er dahin reitet zu dem Hafen. Und dann Natürlich passiert am irgendwas. Hafen wollen sie dann dahin und dann findet er Reek. Auf dem Weg dorthin, im Wasser rumschwimmen. Ja, so in der Richtung wird es dann auch langsam ablaufen. Aya begegnet er wahrscheinlich auch noch. Weil er ist ja dann auf dem Weg runter, wenn Aya gerade auf dem Weg hoch ist. Das kann auch sein. Oder sie verfehlen sich so wie immer. Oder Game of Thrones-mäßig verfehlen sie sich, aber da es nur noch zwei Staffeln sind, könnte ja mal was gelingen. Ja? Ich finde es immer noch faszinierend, dass John der Einzige ist, der Ahnung hat von irgendwas, der denken kann. In ganz Doch, Westeros. der da. Hier ist er, der. Samuel Samuel, Tarly. Ja, der auch noch. Da kommen wir ja gleich zu. der Ich meine, so weiß auch noch. allgemein, im Ja. Norden. Im Keiner checkt Norden, was. ja, gell, Selbst die Sansa checkt nichts. die sind alle dumm. Ja, doch, der Peter kann auch was, aber der Peter ist ja. Der Peter, ja, der Peter. Der Baelish. Da hatte der John ihm eine Ansage gemacht. Ja, Ja. mir gefällt der John Snow. Ich Doch, habe ist aber gut. trotzdem Angst, dass er trotzdem nochmal stirbt. Ist leider so. Mal gucken. Die sterben am Ende alle. Na, warte mal ab. Und der Peter ist dann der Chef? Nee. Also, wenn es seine. Nee. Genau Nee. wie der Eunuch, der hat ja auch eine Ansage von der Daenerys gekriegt. Der Varys, heißt der Varys? Ja. Ja, der hat ja auch eine Ansage von Daenerys gekriegt. Das fand ich gut. Ich hoffe, was im Auge. Dass die sich zwar helfen lässt und so, aber trotzdem sagt: Jo, Junge, wenn du mich betrügst, ist Kopf ab. Ich sag, Junge, chill deine Basics. Ich Ja. kill dich, wenn deine Basics nicht Ja. chillst. So ungefähr. So war Ja. es. Ja, nee, Daenerys ist Daenerys. Bisschen viel anhatte. Was war das? Also, das war die Szene zwischen. Das ist voll das komische Bild, gell? Ja. Das zeige ich nicht. Nee. Ja, das. Also, ich fand es gut, dass Daenerys jetzt mal eine Ansage nochmal gemacht hat und auch, dass Tyrion ihre rechte Hand ist und dass die andere, die jetzt entführt wurde, die von. Die Sandvipern, wie heißen, wo wohnen die? In. Ich wollte gerade Dothraki sagen, aber bestimmt nicht. Dorn. Dorn, genau, Dorn. die Dornarians. Dornarians. Dass die mal gesagt bekommen hat, halt mal die Fresse, du bist gar nichts. Ist auch so, wie man, also sie ist schon was, zwar geschenkt für Cersei, jetzt wissen wir aber auch, was Euron macht. Hättest du gedacht, dass das das Geschenk ist für Cersei? Ich dachte, Euron will einen Drachen oder so. Wenn schon richtig, Ja. dass er einen Drachen mitbringt, aber gut. Ich meine, Cersei kann die auch nicht leiden. Die Cersei denkt ja, sie war das mit dem Vergiften, gell? Ja, oder? Nee, nee. Was? Nee, Cersei denkt, das waren die. Ach so, du meinst mit der Tochter? Ja, neben wo Joffrey vergiftet wurde, meine ich. Ach so, nee, Das mit der Tochter sowieso, ach oder was? so, nee, da haben sie doch gesagt, Das waren die anderen, die das ist der Olenna. Kleine, der Tyrion, Ja, der das aber. gemacht hat. Ja, aber es waren überhaupt gar nicht die, es waren die Olenna, das ist egal, das ist schon. Ja. Das sind die anderen. Aber ja, wegen der Tochter. Mag die Cersei sie ein bisschen Ja, weniger. das sowieso. Wurde auch nochmal erwähnt extra. Das sowieso. Ja, gut, dann nehmen sie halt die mit. Ich meine, Cersei wird sich freuen, aber ich hätte schon einen Drachen erwartet oder so, irgendwie sowas Ach, Cooles. am Anfang war doch auch noch mal ganz kurz King's Landing, wo der eine gesagt hat, der Tully soll. Ne, Tali oder Tully? Tully, das ist der Vater von Samwell. Tully, genau, Ja. Tully war's. Dass Nee, der. Tully. Jetzt weiß ich es auch nicht mehr. Drück mal drauf. Samwell Tully. Tali, okay, gut. Tarly. Tully Tali, gibt's auch. Tali. Ja, deswegen. Nee, Tully. Aber Der das soll ja war doch. jetzt mithelfen, Das King's war Landing zu trotzdem der Vater von verteidigen. ihm. Ja, 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 okay. ja. Nee. Ja, das stimmt.
Nee, der soll nicht nur helfen zu verteidigen, das wird er ja machen. Er soll aber auch gegen Dings, gegen die Tyrells. Tyrells kämpfen. Und das will er ja nicht machen. Eben, weil er den Tyrells diese Treue geschworen hat unter Krone. Und jetzt hat Jaime gesagt, bla bla, hier, Junge, wie wär's, wenn du dann der Chef wärst im Süden und dann Schnitt. Also wird er wahrscheinlich begeistert sein und darum das machen. Aber das sind so, ich weiß gar nicht, das hat alles. Ich weiß nicht, ich fühle mich irgendwie so. Das ist doch unnötig, oder? Es war genauso unnötig, wie die zwei da gebumst haben. Das war eine unnötige Szene. Ja, gut, ne? Er ist ja ein Unsullied, ein Unbefleckter. Und? Tja, zum Glück hat man nicht die Vorderseite gesehen. Ich will gar nicht wissen, wie es da aussieht. Ja. Aber die Missandei oder wie die heißt, hat man nackt gesehen. Ging es dir besser? Vielleicht. Wie war's bei dir? Naja. Kein Kommentar. Nee. Nee. Ja. Gut. Ja, das war wirklich, also können wir jetzt schon vorwegnehmen, die unnötigste Szene in der Folge, dass der halt jetzt, aber das muss man noch vorab sagen, was vorher war. Tyrion hat den Plan jetzt offengelegt, den ganzen, stimmt, die dazu sind, die Tyrell, die Oma, die Tyrell-Oma, die Dornet-Hussi, wer war noch da? Der Fion und die Lesbe. Die Lesbe, da. Die Lesbenanführerin da. Von. Was sollten die eigentlich nochmal machen? Also die Lesbe und der Reek. Also was war die der Plan? Die wollten Hilfe von Daenerys, damit sie... Nee. Was jetzt der Plan war, den Tyrion gemacht hat, was die machen sollen. Oder die sollen die nach Dorne begleiten. Ach so, genau. Die Tussi und ihre Töchter, wo jetzt noch eine Tochter lebt. Ja. Die gut aussehende. Ja. Das muss ja, ne? Wir sind Game of Thrones. Die werden irgendwann verheiratet und dann sieht man sie nochmal bumsen. Und dann stirbt sie. Mit dem Peter. Peter. Der Peter, du. Peter Baelish, ja. Der quält man immer noch nicht. Der grinst bei allem. Also, ja, wir sollten aber jetzt mal langsam machen. Nochmal zu dem Plan. Tyrion ist der Meinung, Daenerys auch, sie möchte ja nicht über Asche regieren, wie sie gesagt hat. Also nicht die Drachen einfach losschicken, alles verbrennen. Das wäre langweilig. Aber effektiv, muss man sagen. Ja. Sie möchte das strategisch machen, also Tyrion möchte es wahrscheinlich strategisch machen, sie möchten ja erstmal King's Landing besetzen, dass halt keine, also die ganzen Handelswege abschotten, dass sie halt aushungern und dann quasi freiwillig King's Landing übergeben müssen. Aber währenddessen, so was noch schlau ist, schippern ja die Unsullied rüber nach Casterly Rock, also zum Sitz der Lannisters. Ein guter Move, finde ich. Ja. Und nehmen das halt schon mal ein, dass die Lannisters wirklich nichts mehr haben. Ja, damit auch keine Unterstützung kommen kann oder sonstiges. Das ist schon nicht schlecht. Nicht schlecht. Oder wie fandst du das? Den Plan. Doch, das fand ich auch. Grundplan jetzt erstmal. Doch, also an sich. Also ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn sie einfach alles niederbrennt. Das hat ja auch die Olenna Tussi, Olenna Tyrell nochmal versucht. Sie soll nicht immer auf ihn hören, so auf die Weise. Ja. Darum habe ich auch kurz überlegt, dass wenn der Jon jetzt kommt, dass die dann vielleicht auf die Olenna da hört. Und ihn einfach mal abfackelt. Aber geht dann halt nicht, weil er kann halt nicht fackeln, weil er ein Targaryen ist. Verstehst du? Dass es dann so rauskommt. Das wäre ein bisschen doof. Aber ich glaube, Daenerys, ich weiß nicht. Ja, warum soll die ihn einfach abfackeln? Ja, weil sie keinen Bock, weil sie auf die Troller also, da gehört. Also meinst du dann, hat, dass es wirklich eine Falle ist? Die mag doch mehr Frauen. Das nee, eigentlich war es keine Falle. Erst weil, ja, weil die ja, aber dann wird es eine. Die sagt zum Jon, entweder du machst es oder ich verbrenne dich. Dann sagt Jon, nee, wir müssen White Walker bekämpfen, Feuer. Jon stirbt nicht. Ja. Nein, so wird es nicht kommen, aber es wäre schon dumm. Ich hatte kurz überlegt, dass ich ich fände es auch nicht gut, wenn das so passiert, dass es so rauskommt, dass er ein Targaryen ist. Also, der Jon müsste eigentlich so ein White Walker als Haustier haben, dass er zeigen kann, ey Leute, wir haben... Wie die von Walking Dead. Ja, die Michonne. Genau. Hey Leute, es gibt die wirklich. Ja. Und vielleicht... Das wäre schlau. Hätte einen mitnehmen müssen. Ja? Ja. Stell dir das mal vor. Ja, das wäre schon gut. Also ich finde den Plan gut. Ob es dann so aufgeht, natürlich nicht. Klar, ich will mehr Drachen sehen. Nicht nur Drachenköpfe da unten. Wir können gleich mal nochmal zu King's Landing. Der ja Meister da. Der komische, der auch den Zombie... Der hat Hobbit geguckt. Ja, der hat Hobbit geguckt. Oder das Buch gedacht, gelesen, ich weiß auch nicht. Smaug wurde auch durch einen Pfeil getötet. Dann haben wir zufällig so eine Maschine da... Entschuldigung. Eine Maschine da stehen, die zufällig auf den letzten Drachen, der ganz Westeros eingenommen hat, sein Schädel liegt und dann schießt ihn einfach mal drauf. Da habe ich mir gedacht, okay, cool. Das ist eine Armbrust, die man nicht hoch und runter verstellen kann anscheinend, sondern einfach nur gerade ein Drachenschädel, der sich nicht bewegt, abschießen kann. Respekt. Ja, aber irgendein Drache muss ja sterben. Wie schnell fliegt denn so ein Drache?
Ich weiß nicht, das ist eine dumme Frage, aber... 100 Drachen per Hour, genau. 100 Drachen per Hour, okay. Nee, ich weiß es nicht. Das ist eine dumme Frage. Ich weiß. Ist gar nicht so schnell. Smaug ist gelaufen. Ja, stimmt. Und er war so groß wie die Stadt. Ja, aber der ist Richtung Pfeil gelaufen, oder? Ja. Der war dumm. Ja, eben. Es war Smaug, der hatte Langeweile. Ja. Der war zu cool für den Film. Ja, ich gedacht, ich will lieber bei Herr der Ringe mitspielen. Ja, er hat schon gedacht, er macht lieber weiter Sherlock oder so. Oder das. Hast du jetzt schon geguckt? Ja. Und? Ist geil. Ja, ist cool. Ist geil. Hast du komplett geguckt? Ja. Das ist geil. Ist cool. Ja, okay. Das ist aber ein anderes Review. Review. Ich habe gerade mit meiner Freundin angefangen zu schauen. Sherlock. Ganz. Sie hat noch nie Sherlock gesehen. Die Serie. Also bei Folge 1 war ich jetzt. Müsste ich auch noch machen, ne? Ja. Dann hat man ja noch Arya gesehen, die Kuchen gegessen hat bei ihrem alten... Pot Pie, oder wie der hieß. Bro. Ja. Ja. Der kann jetzt Brot sehr gut machen. Ja. Kuchen, Pie. Wo sie dann erfahren hat, Ja, genau, das stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht, weil die Arya hat da eh nichts mitbekommen. Die war ja hier beim Tom Flagia, der jetzt auch letztens beim Rocket Beans wieder war. Ich weiß nicht, ob das schon wieder, ne? Ja, doch. Der hat einen neuen deutschen Film, Berlin. Ach so. Falling. Berlin Falling. Ja, der wollte nichts dazu sagen, ob er in der Staffel nochmal auftaucht. Darf er wahrscheinlich schon nicht, aber er wollte es auch nicht. Also heißt es jetzt entweder ja oder nein. Auf jeden Fall wusste Arya ja nichts, weil die war ja in ihrer Sekte da. Ja. Von der Welt abgeschottet. Auf jeden Fall war sie dann überrascht, das zu hören. Und jetzt dreht sie um. Nein, wir gehen da sehr, sehr, sehr stark davon aus, dass sie erstmal zu John möchte. Vorerst. Genau. Und dadurch auch dann, dass sie sich mit John trifft, schätze ich mal. Wenn es denn mal so laufen, wenn es mal gut laufen soll. ja, oder halt, oder sie trifft sich halt mit John und sieht dann halt Sansa und dann geht sie auch. Ja, ja. Lass sie sich endlich mal wiedersehen nach 7 Staffeln. Die haben sich schon in der ersten Staffel gesehen, seitdem nicht mehr. Das ist so. Also schon ein paar Jahre gefühlt. Also auch in der Zeit gehen ja Jahre rum oder Monate. Ja. Ja, dann ist mir aufgefallen in der einen Szene, dass Arya richtig, also dass die Macy Williams, die ist jetzt wie alt, 18 geworden. Ich glaube. Das sieht man ja richtig an, dass die gealtert ist. Du musst mal ein Bild gucken von erster Staffel. Ja. Nee, ich meine aber jetzt auch von Staffel 6 auf 7. Das ist auch? Da ist die schon stark gealtert, finde ich. Doch, fand ich schon. Muss man stark gealtert, also. Also nicht stark gealtert, aber man sieht halt, dass sie erwachsen ist jetzt. Und deswegen ich weiß, ist sie ja noch nicht erwachsen, weil sie was du meinst. 13 oder so. Ja. Darum, ich finde sie ein bisschen zu alt. Vom Äußerlichen her, um so ein kleines Kind zu spielen, aber was sollen sie machen? Ja, das sieht CGI halt, verjüngen, das will ich nicht. Das geht halt schlecht, ne? Ja, klar. Ja. War noch was? Ja, einiges. Der John macht sich jetzt auf den Weg, das könnte man noch vielleicht noch erwähnen. Der hat wieder keiner Bock drauf gehabt, aber der John checkt es ja, dass die Verbündete brauchen gegen die White Walker. Die Sansa wieder irgendwas gelabert. Dann hat der John gesagt, komm Sansa. Halt's Maul. Mach. Nee, du bist jetzt Chef. Dann war es auf einmal okay. Ja, deswegen hat er gesagt, halt's Maul endlich, mach selber und typisch tschüss. Ja, nichts gegen Frauen, aber... Ja. 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 Ja, gut. Das ist die Sansa da kurz. Vertretung. ja. Ach, Dings war ja noch hier. Der Mormont hier mit ja, dem... Ja, das wollte ich ja mit der Gatschi-Phase da. Das Sam... Am Ende war dann auch noch das mit dem Schiff. Das haben wir auch noch gesagt. Ja, ja. Ja, aber ja, wir können jetzt auch zum Sam schnell. Fand ich gut, dass der Sam wieder Fragen stellt, beziehungsweise dem Harry Potter-Lehrer da. Ich glaube, im 6. Film war das, der Harry Potter-Lehrer. Falls ihr ihn nicht erkannt habt, ich weiß nicht, wie der Lehrer hieß in Harry Potter, aber. Der vom Halbblutprinz. Horace. Genau, ja, sowas. Slughorn. Horace Slughorn. Ja, auf jeden Fall der Schauspieler. Den mag ich, gucke ich gern. Ja, der ist cool. Auf jeden Fall möchte derjenige, der nicht versuchen, Jorah zu heilen, und dann kommt Sam. Ich sage, der gefällt mir, der ist den magisch. Der und der John sind die einzigen, die denken können. Ja, in ganz Westeros. Ja, das stimmt. Also primär John und Sam dann langsam auch. Ja, der wird auch selbstständig und so weiter, hat mehr Eier als Fionn, wie wir dann am Ende der Folge erfahren haben. Also das finde ich immer noch. Ja, gut, da komme ich gleich zu. Aber echt. Das ist so lächerlich. Gut. Er möchte dann halt versuchen, Jorah zu heilen und ich schätze mal, es wird funktionieren, ne? Erstmal nicht, aber dann so Game of Thrones mäßig so, oh scheiße, es geht nicht, und dann oh, es geht ja doch. Doch, ich glaube, man sieht dann schon, natürlich sieht man nochmal, wie der Jorah dann da gehäutet da liegt, was übrigens sehr eklig war, zum Glück habe ich nichts gegessen, also dieser Alter, das kann ich dann sehen, Blut kann ich sehen, ich musste wenn jemand kotzt oder die Nee. Ich musste verlassen. Also ich konnte es mir angucken, aber wenn ich gegessen hätte. Die diese Grimassen geschnitten haben. So. Der eine so. ich fand das voll witzig. Das war so richtig gatschig gerade. Nee, das war schon ein bisschen cool. Ja, aber es wird schon funktionieren, denke ich, weil Jorah muss ja Daenerys zur Hilfe eilen.
Beziehungsweise hat er den Auftrag bekommen. Ja. Der Typ. Ja. Aber ich fand's gut, dass Sam trotzdem Hand anlegt und so weiter. Ja, sowieso. Ja. Gut. Dann kurz noch aufs Schiff, auf dem Weg. Ich guck nur ganz kurz, ob noch irgendwas war, beschaut, ne? Nichts Wichtiges. Ja, dann Schiff. Genau, Schiff nach Dorn. Wo wir dachten, also ich dachte mir schon, dass irgendwas passieren muss. Ja. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass es Euron ist, weil ich dachte, Euron will was anderes für Cersei holen, aber gut. Ja, auf einmal werden sie angegriffen, während einer Lesben-Szene zwischen blablabla Dorn, Tussi und der Lesbe von, also Fionn's Schwester. Ja. Ja, da werden sie auf einmal angegriffen. Und wer ist es? Euron mit seinem Babo-Schiff. Ja, wo hat er die gefunden? Oder wie hat er die gefunden? Hat so einen Dick-Slap gemacht mit seiner Brücke, voll auf eine drauf. Ja. So, bam. Da habe ich gelacht. Ja, dann kam er angelaufen, hat rumgeschrien. In den Büchern ist er ja der gefährlichste Pirat irgendwie. Darum der Typ spielt ja noch gut, finde ich. Ja, aber bis jetzt hat man sich gedacht, okay, der hat ja nichts wer ist das? Ja. Ja, genau. Aber jetzt, wo er dann mal ein bisschen psychisch unterwegs waren, seine Piraten, wo den einfach noch im Mund umschneiden, so Zähne, wahrscheinlich Goldzähne oder sowas. Kann sein. Ich weiß nicht, ob es damals schon Zahnfüllungen gab in Westeros, aber ja, damals nee, auf jeden Fall hat man halt gesehen, dass sie es schlau machen, brutal und so weiter. Yeah. Ja, und Ziel ist, die Königin von Dorne da zu entführen und eine Tochter lebt auch noch, wahrscheinlich, weil sie die hübscheste ist. Ja, keine Ahnung, warum sie die jetzt am Leben gelassen haben. Ja. Wahrscheinlich, weil sie nicht gegen Euron gekämpft haben. Das kann sein. Der hätte die wahrscheinlich alle gekillt einfach. Bis auf oder er hätte sie nicht gekillt, wenn sie ihn nicht angegriffen hätten. Ja gut, das weiß man ja nicht. Aber ist ja egal. Ja, und dann ganz am Ende war ja nochmal das Face-Off zwischen Euron und seinem Neffen Fionn Greyjoy, der sich dann wieder zurückentwickelt hat, zurückdigitiert ist zu Reek. Ja, also, ganz schnell. Also richtig. Ja. Also war gut Schauspieler von ihm, aber trotzdem als Charakterentwicklung von Reek ist er jetzt wieder quasi bei Staffel 3. Ja. Er war ja wieder 4 und da ging es einigermaßen. Ja. Und dann wieder bam. Hat er sich schon mal an Ramsay erinnert? So ein Vietnam-Flashback. Ja, ja. Ja, ist er ins Wasser gesprungen, paddelt jetzt dem Schiff hinterher oder keine Ahnung, was der vorhat. Also ich hab gedacht, er springt jetzt rein, man soll denken, dass das scheiße ist, der kommt dann mal raus irgendwie von hinten und killt ihn oder so, aber vor allem ist es, wenn ihn keiner findet, ist er tot. Ich sag ja, man weiß ja nicht, wie lange die schon gefahren sind. Gut, vielleicht ist er noch in der Nähe vom Hafen. Ich sag ja, John nimmt den mit nachher. Ja, und dann sagt er, Bruder, hallo, guten Tag, was geht's? Und dann, wir sind ja keine Brüder. Ja, aber die waren immer so Best Buddies. Ja, das stimmt. Früher. In der ersten Staffel. Damals. Bevor es bergab ging. Ja. 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 Das könnte ich mir vorstellen, weil sonst. Was weiß ich, was macht der da auf dem offenen Meer? Außer deswegen habe ich nicht. Nichts. Das ist so dumm, warum springt er vom Schiff? Frag den. Ich rufe ihn an. Ja, kannst du doch. Ja nächste Woche. Hey, Reek. Also guckst du hin, hallo. Hey, Reek. Guckt doch so wie Fionn, bevor er runtergesprungen ist. Das war ohne Scheiß. Warte, das war ein bisschen größer kurz. Ja, warte. So hat Reek geguckt. Ja. Hey Reek, was sollte das? Warte, ich muss mal. Ich weiß es nicht. Warum springst du einfach vom Schiff? Bist du dumm? Ja. Was ist denn bei dir? Naja. Okay. Nee, das passt zu keinem. Das passt nur zu sich selbst. Passt nur zu sich selbst. Falls jemand... jetzt mal kurz vom Thema abkommen. Natürlich eure Meinung in die Kommentare, aber falls jemand jemanden kennt, der einen Freund sucht. Was, einen Freund? Achso, schreibt es in die Kommentare, wir geben euch Handynummer. Ja. Von Reek. Oder falls wir mal, falls ihr eine Party feiert, eine Cosplay-Party, wir haben auch Reek hier, weil der braucht nicht viel machen. Ich muss noch laufen. Apropos laufen, ich muss los. Schreibt in die Kommentare, wie ihr die Folge fandet. Warte. Wie fandest du von der Wertung? Ich gebe eine 8. Das Ende war gut, aber der Rest fand ich jetzt nicht so. Ich fand eine 7. Ja, eine 7 vielleicht auch. Ich habe der ersten Folge sogar eine 9 gegeben, kann das sein? Ich habe eine 8 gegeben. Wenn ich eine 9 gegeben habe, gebe ich eine 8. Also der Folge jetzt nach. Ja, genauso mache ich es auch. Also eins weniger als die erste Folge. Genauso mache ich es auch. Solide Game of Thrones Folge. Ja. Ja, ein bisschen vorangekommen mal wieder. Aber nicht viel. Weg.
Was denkst du? Also das haben wir auch schon. Wir haben eigentlich schon überall gesagt, was wir denken, wie es weitergeht. Ja. Cersei wird wahrscheinlich die Troller umbringen und denkt sich dann, okay, danke, Euron. Toll. Muss man macht ja ein Rap-Battle. Oder ein Fick-Battle. Eigentlich ist es dumm, seit das Trial by Combat, ihr müsst jetzt auch hingehen. Die müsst jetzt einfach sagen, bevor die gekillt werden, ich möchte gern Trial by Combat. Danke. Das kann man, seit es da eingeführt wurde, kann das doch jeder machen eigentlich. Oder darf man das. Darf das nur. Das darf jeder machen. Dann ist das. Doch jeder, ja, gell? Nur Cheater. Ja, ey, du bist als Massenmörder, gehst dann hin, Trial by Combat und trittst selbst an und killst dann irgendeinen Lauch. Ja, also keine Ahnung. Easy going, ey. Vielleicht weiß das auch jemand, das Trial by Combat, da weiß ich nicht so genau. Vielleicht ja, stimmt, gibt's da, das würde mich auch mal interessieren. Paar Dinger. Ja, ansonsten solide Folge. Ja. Ich freue mich, wenn es weitergeht. Nächste Woche, gerne, die machen da nicht Pausen, die feuern das jetzt 7 Wochen durch. Ich glaube, das ist eine Pause. Ich weiß es nicht. Können ja kurz gucken. Ja, kannst gucken. Onscreen, damit ihr auch nicht googeln müsst zu Hause. Onscreen, gut, dass du es dann zeigst. Nee, ich zeig. Ich, ohne dass ihr jetzt ja, die Folge beenden. Ich weiß. Ja, es sind Folgen. Ja, da bin ich dann totgearbeitet. Dann wissen wir einfach alles. Totgearbeitet? Oh! Gut. In diesem Sinne, sieht man die Maus? Nein, die sieht man nicht. Sehr gut. Also danke fürs Zugucken. Hinterlasst Like, Kommentar. Ja, Like für Patrick, für Reek. Like für Patrick, was? Ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, ob ihr Lust habt, dass Patrick mal live dabei ist. Hier, bei Game of Thrones. Ja, der kennt es doch nicht. Ist doch egal, der soll nur da sitzen. Das ist als Maskottchen hier, oder was? Ja. Dann brauchen wir das Bild nicht mehr, das ist auch ja, eben, dann hast du dein Watermark, hast du dann immer da schon. Gut, ich muss los leider. Ja. Nächstes Mal vielleicht ein bisschen ausführlicher wieder. Das waren 20 Minuten, also. Ja, aber das können wir. Können ja, besser. Ja, klar. Nicht so gestresst. Also verzeiht es mir. Guckst du Twin Peaks? Für nein. Den Kommentar, den ich auch nicht. Aber Twin Peaks soll gut sein. Vielleicht. Ja, mein Cousin sagt auch immer, ich soll es gucken. Je nachdem, nach Game of Thrones, was Zeit ist, kann der nette Herr ja noch ein paar Reviews machen. Ich muss mal Westworld gucken, oder wir müssen mal Westworld weiter gucken, ja. Ist schon auch wieder, da kommt wahrscheinlich schon eine neue Staffel raus, oder? Der Trailer ist rausgekommen zur Staffel 2. Ja. Ja, da hast du schon geguckt, ne? Nein. Ich Gut, Bruder. Ja. Bala Mogulis. Tschüss. Tschüss.